Eva Maria Admiral überfordert jahrzehntelang ihren Körper und ihre Seele. Bis zum Zusammenbruch. Nichts geht mehr. Der Tod klopft an. Herzlich willkommen bei Mensch Gott. Herzlich willkommen, Eva Maria Admiral. Danke. Der Tod hat ja im wahrsten Sinne des Wortes an ihre Tür geklopft. Wie kam es dazu? Ja, ich hatte eine Meningoenzephalitis. Das ist eine ganz sehr komplizierte Gehirnhauterkrankung, die normalerweise, wenn man Meningitis und Enzephalitis gemeinsam bekommt, tödlich ist. Mhm. Und wenn man sie überlebt, dann ist es auch nicht sehr lustig, weil dann hat man nämlich sein Gedächtnis verloren. Das sind dann die Menschen, die auch ihren eigenen Ehemann nicht mehr erkennen. Mhm. Sie haben gesagt, Sie hatten dann diese Gehirnhautentzündung, ja. Sie waren im Krankenhaus. Mhm. Wie ging es dann weiter? Mhm. Also es ist ganz, das Krasseste ist für mich, wenn man seinen eigenen Namen nicht mehr weiß. Da kommt das erste Mal die Panik, weil da weiß man, jetzt ist man verloren. Mhm. Man weiß nicht mehr, wo man wohnt, wie man heißt. Und dann bin ich in der Intensivstation gelandet und da ist dann so eben der Moment gekommen, so eine Art Nahtoderlebnis, wo ich eben also aus dem Körper heraus mich gesehen habe und dann mich von meinem Körper verabschiedet habe, weil es also vom Gefühl her nicht mehr ging. Es war so, als ob da oben, es ist so heiß geworden und als ob da oben die Sicherungen durchbrennen. Mhm. Und dann war es aus. Was aus? Was kam dann? Sie sagen, Sie sind aus dem Körper raus. Mhm. Können Sie das beschreiben? Also, wie gesagt, ich spreche nicht so gern drüber, weil die Worte unheimlich banal und schal und billig sind von dem, was da passiert. Also das sind ja Momente, die kann man nicht in Worte fassen. Die kann man vielleicht malen oder vielleicht in Melodie. Aber was passiert ist halt ein sogenanntes Nahtoderlebnis, dass ich eben aus meinem Körper raus bin, mich von oben gesehen habe mit den vielen Schläuchen. Und schon im ersten Moment sehr, sehr glücklich war, dass ich das da hinter mir lassen kann. Und dann im Endeffekt oben angekommen bin und ich kann nur vielleicht ein Gefühl beschreiben. Ich kann beschreiben, das ist zwei Gefühle. Das eine ist, es ist ein unglaubliches Nachhausekommen. Es ist so ein Zuhausekommen, dass man plötzlich, fällt es einem wie Schuppen von den Augen und man sagt, ach, da wollte ich die ganze Zeit hin. Also es ist etwas, was man vorher noch nie erlebt hat. Mhm. Man ist plötzlich zu Hause und man will dann nie mehr wieder weg. Das war das eine. Und das zweite, was mich sehr überwältigt hat, war dieses Willkommen. Dieses, wie sehr man sich willkommen fühlt. Angenommen sein. Ja, also ich bin ja der Überzeugung, dass Gott zu jedem etwas ganz anderes sagen wird. Wir kriegen ja auch unsere eigenen Namen. Und ich bin der Überzeugung, es gibt für jedes Herz gibt so ein Passwort, das nur Gott weiß. Und das hat er ausgesprochen? Dieses Passwort hat er gesagt. Also dieses Passwort mag für jemand anderen überhaupt nichts bedeuten. Aber für mich hat das alles bedeutet. Und zwar, er hat mir gesagt, endlich bist du da, wir warten schon so lange. Endlich bist du da, wir warten schon so lange. Und das ist ein Wort, das ist völlig unlogisch, Gott muss nicht warten, ist auch völlig untheologisch, gibt auch keinen Sinn, aber für mich gibt es ganz großen Sinn, dass jemand zu mir sagt, endlich bist du da, wir warten schon so lange. Und ab dem Moment war ich so glücklich, das kann ich nicht beschreiben. Also ich habe gedacht, das ist unglaublich, dass jemand so lange auf mich wartet. Warum war das so wichtig für Sie? Dieses Angenommensein, dieses Willkommensein zu fühlen oder zu erleben. Ja, weil es eben genau das war, was ich nie erlebt hatte, was mir nicht geschenkt wurde als Kind und was mir sehr fremd war, dass sowas passieren kann. Sie sagen als Kind, wie haben Sie das konkret zu Hause erlebt? Also ich komme aus einer Familie, wo es sehr wichtig war, dass es einen Sohn gibt. Und der die Firma übernimmt, eine große, sehr große Firma. Und wo es für meine Eltern eigentlich nicht nötig war, jetzt auch noch eine Tochter zu haben. Jetzt war ich aber doch da. Und da war es halt von Anfang an für meine Eltern so, dass es sehr schwierig war. Es waren halt so zwei Klassen. Da war der Bruder, das ist der Wichtige, das ist der Thronfolger. Und da war diese Schwester. Und die müssen wir jetzt auch noch irgendwo unterkriegen. Ja.
Also es war einfach von Anfang an so, dass... Sie nicht gewollt waren? Ja, ja. Haben Sie das gespürt als Kind? Ja, ja, das spürt man deutlich. Wie ja. sind Sie damit umgegangen? Ja, da gibt es verschiedene Strategien. Also jedes Kind entwickelt verschiedene Strategien. Und meine Strategie war, dass ich mir eben Geschichten gebaut habe. Dass ich mir eine eigene Welt gebaut habe und mir immer vorgestellt habe, wie es in Zukunft anders sein wird. Und mir auch in ganz schwierigen Momenten vorgestellt habe, dass das alles kein Problem ist. Also zum Beispiel diese eine Szene, wo meine Eltern sagen, ich soll vor der Tür schlafen. Sie würden die Tür nicht aufmachen, ich soll vor der Tür schlafen. Dann habe ich mir in dem Moment gedacht, das ist überhaupt kein Problem. Ich bin einfach ein Hund. Ich bin ihr Hund und ein Hund schläft ja vor der Tür. Das ist ja gar nicht schlimm. Ihre Eltern waren Unternehmer, ein riesengroßes Haus und sie sagen zu ihnen, sie sollen vor der Tür schlafen. Ja. Und sie machen das. Ja, und in dem Moment, wo ich mir gesagt habe, ich bin ein Hund, habe ich mir gedacht, das ist ganz schlimm. Außerdem wollte ich schon immer mal ein Hund sein und ich probiere das jetzt mal aus. Und so habe ich mir meine eigenen Geschichten gebaut. Und natürlich gibt es da Momente, ist ja logisch, wo das zusammenbricht, das Kartenhaus. Ja. Und wo man dann immer wieder auch spielt mit dem Gedanken an Selbstmord. Also das ist sehr früh bei mir gewesen, dass man immer wieder sich überlegt, vielleicht mag ich auch nicht mehr so lange hier sein. Hm. Können Sie sich erinnern, wann das erste Mal kam? Ja, das war im Internat dann. Da habe ich schon mit 11 habe ich gedacht, vielleicht muss ich auch nicht hier bleiben. Vielleicht kann ich auch einfach schon früher gehen. Wie haben Sie diese Zeit im Internat denn erlebt? Sie waren zu Hause, waren abgelehnt, waren nicht angenommen, da war der Erbe. Sie haben damals ja auch schwere Krankheiten mitnehmen müssen, mhm. weil Ihre Mutter Sie mal so gefüttert hat, dass es Magen-Darm-Probleme mhm. gab. Mhm. Mit den Schmerzen sind Sie dann auch ins Internat gekommen. War das für Sie nicht eine neue Freiheit da im Internat? Ja, das habe ich gehofft. Ich habe es mir so vorgestellt. Ich dachte, das ist so wie bei Hanni und Nanni. Das ist herrlich, da ist man nie allein. Ja? Also das war so mein Bild von Internat. Hat sich leider nicht so herausgestellt. Es war einfach, wie es damals üblich war, ein sehr, sehr strenges Internat, ein katholisches Internat, also mit einer Bezugsperson, das war die Nonne. Mhm. Die Nonne hatte eine Gruppe von ca. 38 Mädchen zu erziehen und dementsprechend sehr streng, wie es damals auch üblich war, ist das abgelaufen. Also das war eigentlich mehr so wie ein Militärregime. Es war ja auch ein christliches Internat. Ja. Wie haben Sie Gott damals dann gesehen? Ja, also als Kind erlebt man das so, dass quasi die Nonne Gott repräsentiert. Ja, also das, weil die Nonne ist ja der mhm. Stellvertreter. Ja. Ja? Und das heißt, alles, was die Nonne sagt, so habe ich das gesehen, würde Gott zu mir sagen. Und deshalb ist dieses Bild entstanden, dass Gott ein unendlich strenger, gnadenloser Gott ist. Mhm. Der nicht erlaubt, wenn ich den Putzdienst gemacht habe, der nicht erlaubt, wenn dann die Nonne so macht im Schrank. Und da ist Staub? Und da ist Staub, das würde Gott nicht erlauben. Und damit war Gott für Sie was? Ein Polizist? Ja, ein, es ist ein sehr, ein Polizist ist zu wenig. Es ist so ein sehr strenger Sklaventreiber, ja. Welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen, aus diesem, wenn Gott der Sklaventreiber ist? Also in dem Moment, da war ich ungefähr 14, wo dann die Nonne zu mir gesagt hat, dass ich jetzt in die Hölle kommen werde. Ab dem Moment ist das gekippt, weil da habe ich dann gedacht, okay, jetzt habe ich sowieso keine Chance mehr. Jetzt ist es gelaufen. Also Gott, sprich die Nonne, mhm. hatte jetzt das beschlossen, dass ich dort sein werde. Mhm. Und ab dem Moment, würde ich sagen, habe ich mit Gott abgeschlossen. Wollte ich nichts mehr wieder gut machen. Was wollten Sie dann? Leben genießen? Ich habe gedacht, ich halte das jetzt noch durch, bis ich fertig bin und dann Leben genießen, ja. Wie haben Sie sich das vorgestellt, so ein Leben zu genießen? Wie habe ich es mir vorgestellt? Ja, wieder in meinen Geschichten. Ich habe gedacht, ich gehe in die große, weite Welt und studiere irgendwas total Interessantes. Und ja, so wie sich kleine Mädchen halt das Leben vorstellen. Sie sind Schauspielerin? Ja. Wann kam der Entschluss, dass Sie Schauspieler werden? Ja, das war ja eine Geschichte ganz heimlich, ja. Also eigentlich seit dem dritten, vierten Lebensjahr ganz heimlich. Das habe ich ja nie jemand gesagt. Habe ich gedacht, also das Wunderbarste wäre natürlich, ich könnte Geschichten auf die Bühne bringen. Das ist so dieser Wunsch, dass man Geschichten spielt und die auf die Bühne bringt. Ja. Andere Leute dadurch vielleicht auch seine eigene Geschichte erzählen kann. Also das ist so der Wunsch. Aber das ist etwas, was ich ja nie offen ausgesprochen habe, weil das wäre absolut tabu gewesen, dass ich Schauspielerin werde. Aber das war schon der geheime Plan B.
Ja. Und als Sie aus dem Internat raus sind, haben Sie das dann weiterverfolgt? Na, der Plan A war ein wesentlich vernünftigerer, dass ich gesagt habe, Schauspielerin kann ich sowieso nie werden, also studiere ich Theaterwissenschaft und Literaturwissenschaft und gehe nach Paris, weil ich da ein Stipendium hatte. Und das haben Sie auch so gemacht? Das habe ich auch so gemacht. Ja. In Ihrem Buch beschreiben Sie sich als eine Getriebene. Mhm. Wie kommt es, dass Sie eine Getriebene sind? Ich glaube, zuerst mal habe ich gedacht, ich muss so wahnsinnig viel nachholen, weil ich jetzt doch aus dem Gefängnis rausgekommen bin und dann endlich in die große, weite Welt. Da muss ich unheimlich viel nachholen. Also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber ich habe gedacht zum Beispiel, es war genial, dass man plötzlich seine eigenen Essenszeiten bestimmen konnte. Man konnte selber bestimmen, wann man das Frühstück nimmt. Das fand ich genial. Daraufhin habe ich gar kein Frühstück mehr genommen, weil ich gedacht habe, genial, ich lasse es jetzt einfach weg. Und das fand ich schon genial. Und dann habe ich einen Monat nur Eis gegessen. Also das sind ja so verschiedene Stufen, die man macht, wo man Dinge ausprobiert und schaut, unglaublich, niemand schimpft, ich esse einen Monat Eis. So. Wie hat Ihr Körper das mitgemacht? Sie hatten ja, ja, diese schweren Darmerkrankungen. Ja, ja, nein, ich meine, da war ich noch recht jung, da hat er noch ziemlich viel ausgehalten. Ich habe wahnsinnig viel geraucht, fand ich auch ganz toll. So 80 Zigaretten am Tag, das fand ich auch sowas Cooles. Ja, also ist diese Geschichte. Und dann in Paris, der Stadt der Liebe, das auch nochmal ausgossen. Ja, wie ein Teenager halt. Ja. Hat Gott da irgendeine Rolle gespielt? Nein, gar nicht. Kamen Sie irgendwann mal wieder auf den Gedanken, über Gott nachzudenken, dort in Paris? Nein, als ich vom Internat weg bin, habe ich einen Schwur geleistet, ich werde nie mehr in meinem Leben mit Menschen an einem Tisch sitzen, die das Wort Gott oder Bibel in den Mund nehmen. Nie mehr wieder. Das war für mich absolut tabu. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber das wäre so, wie wenn Sie mir sagen, ich muss mit einem Nazi jetzt hier gemeinsam an einem Tisch sitzen und Kaffee trinken, würde ich sagen, danke, nein. Und so war das für mich. Aber das kam ja dann noch irgendwie. Ja, das kam durch eine Studienkollegin. Haben Sie mit der auch dann sich unterhalten? Ja, mit der habe ich mich sehr befreundet. Die war sehr lustig. Die ging immer mit mir ins Theater und hat mit mir ganz schön viel mitgemacht. Und eines Tages sagte mir aus heiterem Himmel eben so ein Satz, so, ob ich schon mal Gott darüber gefragt hätte oder irgendwas mit Gott. Und da war ich natürlich schockiert. Ich meine, Dann habe ich mir gedacht, oh Gott, die ist auch eine von denen. Hilfe. Und da habe ich sofort abgeblockt und habe gesagt, du Michaela, also dieses Thema habe ich durchbuchstabiert in meinem Leben. Also das brauchen wir überhaupt. Entweder du lässt dieses Thema außen vor oder ich kann nicht mit dir befreundet sein. Ist es dabei geblieben, dass das Thema außen vor blieb? Ja, es ist ja dann einiges passiert, was so ungeplant war. Und dadurch kam es immer wieder rein, das Thema. Also Gott sei Dank. Ja. Zum Beispiel bin ich in die Kathedrale von Chartres gefahren, weil ich dort die wunderschönen gotischen Fenster sehen wollte. Ich muss dazu sagen, der Abend davor, der Moment davor war, dass ich wieder mal so eine Sinndiskussion mit der Michaela hatte und ich da so geneigt war, als ich so über die Dächer von Paris geblickt habe, habe ich so diesen kleine Neigung gespürt, dass ich gesagt habe zu diesem nicht vorhandenen Gott, habe ich gesagt, es wäre schon interessant, ob es ihn gäbe, aber wenn es ihn gibt, gebe ich ihm nur 2 Wochen Zeit. Okay. Weil ich habe gedacht, ich muss ihm ein Zeitlimit geben, damit ich mir nicht einrede, er würde jetzt antworten. Also in zwei Wochen muss er mir es zeigen, weil alles, was danach passiert, ist ja dann Zufall. Okay. Also musste ich es ja einschränken. Naja, ein paar Tage später fahre ich nach Chartres, wollte mir dort die gotischen Fenster anschauen, komme in die Kathedrale rein, nichts ahnend. Dort spielt ein Orgelkonzert von Bach. Ich mochte weder Orgel noch Bach. Setze mich da rein, nichts ahnend, denke an nichts. Schau Richtung Kreuz. Und dann ist was ganz Seltsames passiert. Also, was ich vorher noch nie erlebt habe, plötzlich war in diesem Raum eine riesengroße Anwesenheit, so würde ich es nennen. Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Durch die Musik? Durch den Raum? Ja, nein, das war mehr. Das war wie ein Wesen, was man nicht sehen konnte, riesengroß. Also als ob die da, jetzt weiß ich, dass es die Gegenwart Gottes war, aber ich konnte ja überhaupt nicht wissen, was das ist. Es war bestürzend, erschreckend, aber auch angenehm. Es war ganz komisch. Mhm. Also ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich wusste nur, Das ist das. Das ist das. Das wusste ich plötzlich. Und dann war ich maßlos schockiert und überrumpelt. Und ich kann mich erinnern, ich habe auch gesagt,
Also dieses, oh mein Gott, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Jetzt ist der wirklich da. Also, und ich konnte das nicht zusammenbringen, weil die Nonne hatte gesagt, ich komme in die Hölle. Dann rede ich mir aus, dass es ja eh alles nicht gibt. Dann ist der plötzlich da und ich konnte es nicht mehr auf die Reihe kriegen. Bin dann gleich nach Hause gefahren. Damals gab es noch keine Handys. Habe telefoniert von Festnetz auf Festnetz mit der Michaela. Habe gesagt, habe ihr erzählt, was passiert ist. Sie fand das fabelhaft. Ich fand das nicht fabelhaft. Sie meinte, das ist der erste Schritt. Ich habe mir gedacht, wenn jetzt alle Schritte so weitergehen, ich weiß nicht, ob ich das psychisch durchhalte. Ja. Haben Sie irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen? Ja, gewusst, jetzt muss irgendwas passieren? Ja, ich habe gewusst, jetzt muss irgendwas passieren. Ich muss das jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen. Und da habe ich mich dann natürlich ganz anders interessiert für das, was die Michaela mir erzählt hat. Ja. Also wir haben dann nächtelange diskutiert bei gutem Rotwein, guter französischer Rotwein, viel Baguette gegessen. Und ja, sie hat mir dann so den Weg geebnet, dass ich zumindest sagen konnte, sie hat dann zu mir gesagt, Eva Maria, ich kann dir stundenlang vom Segeln erzählen, aber eines Tages musst du ins Boot einsteigen. Und das hat mir sehr eingeleuchtet, weil ich gedacht habe, ich kann ja ins Boot einsteigen und kann ja dann auch wieder aussteigen. Mhm. Also für mich war das nicht bedrohlich. Mhm. Ich habe gedacht, das ist eigentlich wahr. Ich steige jetzt mal ein, ich lade jetzt mal Jesus in mein Leben ein, um es mal fromm zu sagen. Also das war ja? Ihr ins Boot steigen? Und dann steige ich wieder aus. Wenn dann nichts ist oder wenn nur Schwachsinn ist, dann lasse ich es wieder bleiben. So war meine Vorstellung. Und wie haben Sie das gemacht? Ich habe die Augen zugemacht und habe das gebetet. Ich habe gesagt, okay, Jesus, ich lade dich jetzt in mein Leben ein, auch wenn ich furchtbar Angst habe. Und der zweite Gedanke, der bei mir sofort da war, weiß nicht, ob man das vorstellen konnte, ich habe mir sehr einen Erlöser gewünscht. Also viele Menschen, die glauben ja von sich, sie brauchen keinen Erlöser. Sie sind sowieso glücklich, sie denken sowieso positiv, es läuft ja sowieso alles bestens. Aber so habe ich nie gedacht. Ich habe immer gedacht, es wäre sehr schön, wenn man einen Erlöser hätte, der einem all diese Lasten, die man schon so lange trägt, einfach mal wegnehmen würde. Also ich habe mich immer nach dem gesehnt. Und so gesehen war das eigentlich für mich eine logische Einladung, dass ich gesagt habe, erlöse mich von meinem Leben und von mir selber. Ist ja das in dem Moment geworden? Ja, das ist ja in dem Moment geworden. Was für Folgen hatte das? Oder also das habe ich deutlich auch gespürt, körperlich, wie da plötzlich ein riesen Stein weg ist hier. Kann ich mich deutlich erinnern. Und es war wirklich für mich, dass ich gedacht habe, jetzt fängt ein neues Leben an. Also bis dahin waren Sie ja eine Getriebene. Ja, ja. Und jetzt, was waren Sie dann jetzt, wenn und das jetzt neue Leben? Ich gedacht, also es war ganz komisch. Es war plötzlich, ich habe gedacht, jetzt habe ich einen Papa im Himmel. Also es war plötzlich, als ob ich jetzt ein neues Leben bin. Ich bin adoptiert. Ich habe plötzlich ein neues Leben. Ich habe jetzt einen Papa im Himmel. Also ich meine, am nächsten Tag sind Sie auch wieder studieren gegangen, ja, mussten Klausuren schreiben. Ja. Was hatte sich denn dann geändert? Es hat sich massiv verändert, weil ich im nächsten Moment gedacht habe, also wenn ich jetzt einen Papa im Himmel habe, dann könnte ich ja das machen, was ich von Anfang an immer schon machen wollte, nämlich Schauspielerin werden. Ja? Das heißt, das war der nächste Moment, dass ich gedacht habe, dass ich das verknüpft habe, dass ich gedacht habe, naja, wenn er mein Papa im Himmel ist, hat er mich ja auch gemacht und geschaffen und dann hat das vielleicht alles einen Sinn. Dann hat vielleicht auch mein Wunsch, Schauspielerin zu werden, einen Sinn. Und das war dann der nächste Schritt. Also den Schritt hätte ich sonst nie gemacht, diese Aufnahmeprüfung zu machen. Aber in diesen Jahren hatten Sie aber auch lebensbedrohliche Situationen. Ja, Sie hatten zwei Darmverschlüsse, sehr viele Schmerzen. Was hat das mit Ihrem Glauben an Gott gemacht? Ja, da geht man durch eine Phase durch, natürlich. Haben Sie ihm nichts vorgeworfen? Oh ja, das kommt alles. Also natürlich, am Anfang ist man stinkwütend. Da hatte ich gerade eine große Hauptrolle beim Wiener Festwochen. Am Anfang ist man stinkwütend und dann ist man ratlos, sprachlos, dann ist man traurig. Also da geht ja die ganze Phase, das dauert ja. Das erlebt ja jeder, der eine chronische Krankheit hat. Und ich kann auch nicht mehr sagen, wie lange das gedauert hat, aber vielleicht ein Satz. Man kommt dann zu dem Punkt, wo man draufkommt, wie Viktor Frankl sagt, dass das Leben uns Fragen stellt und dass jeder von uns Fragen bekommt. Und für jeden sehen diese Fragen anders aus. Aber das Leben stellt uns Fragen und die Fragen kann ich mir nicht aussuchen. Sondern unsere Aufgabe ist lediglich, Antwort auf diese mir gestellte Frage zu geben.
Und die Fragen ändern sich auch im Laufe des Lebens. Und diese Darmverschlüsse, diese lebensbedrohlichen Situationen, ja, das waren die Fragen, die das Leben an Sie stellt? Ja, das war meine Frage. Wie gehe ich damit um? Sie haben ja mit der Darmerkrankung sehr viel mitgemacht. Und dann kam ja auch noch die Hirnhautentzündung zu. Sie hätten gelähmt bleiben können, komplett Stimme verlieren, komplett das Gedächtnis oder sogar sterben können. Mhm. Aber Sie sitzen jetzt hier. Sie sind wieder Sie selbst. Mhm. Wann ist Ihnen bewusst geworden, dass das, was da passiert ist, dass Sie aus der Hirnhautentzündung so rausgekommen sind, so gesund sind? Also das sind zwei Sachen. Ich hatte ja dieses Nahtoderlebnis, dass ich überlebt habe, und da war ich zuerst mal maßlos enttäuscht. Okay. Ich war maßlos. Sie mussten zurück. Maßlos enttäuscht. Also ich glaube, ich war ein Jahr richtig, ja, ich war kein angenehmer Zeitgenosse. Ich habe gedacht, Mist, jetzt bin ich wieder da. Also ich sage das deshalb, weil man stellt sich den Weg ja immer so vor, ja, und dann greift Gott ein und man ist happy und man ist doch. Also es war ein bisschen verquer. Also ich war ein Jahr lang, war ich ein bisschen sauer, und dann erst im Nachhinein, ist bei mir oft erst im Nachhinein, war mir dann bewusst, dass es ja ein unglaubliches Wunder ist, dass ich eben wieder sprechen kann, meinen Beruf wieder ausüben kann. Zuerst, wie gesagt, wollte ich ja gar nicht hier bleiben. Das war so. Hat das Ihre Beziehung oder Ihre Einstellung zu Ihrem eigenen Leben verändert? Ja, absolut. Das verändert absolut. In welche Richtung? Wie soll ich sagen, dass du, du betrachtest das Leben sehr viel, ich würde fast sagen, leichter, weil so viele Dinge wegfallen. Ich muss so viele Dinge nicht mehr haben. Ich muss so viele Dinge nicht mehr erreichen, nicht mehr machen. Ja? Weil das fällt ja am Ende sowieso alles weg. Und am Ende wartet da jemand, der sagt, willkommen. Ja, genau. Genau. Sie haben ja auch erzählt, dass Sie in Ihrer Kindheit, in der Jugend, viele emotionale Kälte erlebt haben. Mhm. Haben Sie die Chance gehabt, sich mit Ihren Eltern auszusprechen? Haben Sie es mal gemacht? Ja, das musste dann kommen, in dem Moment, wo ich enterbt wurde. Kam ja für mich eine meiner schwierigsten Phasen in meinem Leben. Da geht es weniger ums Geld, sondern um dieses Schwarz auf Weiß eliminiert werden von seiner Familie. Dieses Schwarz auf Weiß lesen, das war der große Bruch mit meiner Familie, den ich auch gebraucht habe, weil ich ja mein Leben lang meiner Familie nachgelaufen bin, wie ein kleiner Hund, ob ich vielleicht doch noch drankomme. Ja? Ja. Das heißt, das war ganz wichtig für mich, dass das wirklich war, so, und jetzt ist Schluss. Hiermit schließen wir dich aus der Familie aus, denn das Erbe wird ausschließlich dem Bruder vererbt. Es ging um die große Firma. Mhm. Und was dann passiert ist, da hat Gott es mir sehr leicht gemacht. Mein Vater hat einen Schlaganfall gehabt, nachdem das alles durch war, wurde entmündigt. In dem Moment, wo er entmündigt war, hat mein Bruder sofort die ganze Firma verkauft, hat also das Geld beiseite geschafft. Mein Vater saß alleine, gelähmt, im Zimmer mit seiner Pflegerin vor einer flimmernden Leinwand, mit ununterbrochen Fernsehen gelaufen ist. Das war das Lebensende meines Vaters. Und so habe ich ihn dann besucht, um mich von ihm zu verabschieden. Und da hat es Gott mir unendlich leicht gemacht, weil mein Vater eben, wenn ich das so sagen darf, seinen Preis bezahlt hat. Da sitzt ein armer, alter Mann, der alles verloren hat, auch seinen größten Lebenstraum. Sein größter Lebenstraum war, dass das Familienimperium immer in Hand der Familie bleibt. Mhm. Sprich, mein Bruder. All das ist schiefgelaufen. Und aufgrund dieser Situation, die eigentlich die von mir eine ganz natürliche, kreatürliche Situation ist, des Mitleids, der Barmherzigkeit. Das ist jetzt kein Heldentum, sondern es ist eine ganz normale Reaktion, wenn sie das vor sich sehen. Dass sie dann sagen können, Papa, du hast nicht gewusst, was du tust. Du hast es nicht gewusst. Haben Sie vergeben können? Ja, in dem Moment kann man absolut vergeben. Aber ich sage nochmal dazu, das war nicht schwer, aber wenn da jetzt noch immer der reiche, staatliche Geschäftsmann gesessen wäre hinter seinem riesen Schreibtisch, ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Das sage ich immer absichtlich dazu, weil man immer glaubt, Gott braucht Helden. Ich denke, Gott kann auch mit unserer Schwachheit umgehen. Und für mich natürlich war es unendlich gut, dass ich das sagen konnte. Dass ich sagen konnte, Papa, du hast nicht gewusst, was du tust, und ich vergebe dir, aber du musst dir den Rest vergeben lassen. Habe ich ihm gesagt. Von Gott. Den Rest muss er sich vergeben lassen. Ich würde gerne noch viel, viel mehr Fragen stellen. Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie so offen berichtet haben. Gerne. Und auch viel Kraft weiterhin. Dankeschön. Danke.
Eva Maria Admiral hat in Jesus Christus die Annahme und Wertschätzung gefunden, die sie als Kind so vermisst hat. Und einen festen Halt in allen gesundheitlichen Krisen. Wenn du dir das auch wünschst, dann machen wir dir Mut, ein Leben mit Jesus zu beginnen. Und wenn du möchtest, helfen wir dir auch gern dabei. Schreib uns einfach eine Mail an menschgott@erf.